Willkommen zum ersten Teil. Einleitende Fragen. Die Bibel ist sowohl im Judentum als auch im Christentum eine heilige Schrift. Die christliche Bibel besteht aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Die römisch-katholische und die griechisch-orthodoxen Versionen des Alten Testaments sind etwas länger, weil sie bestimmte Bücher akzeptieren, die von den Protestanten nicht anerkannt werden. Die jüdische Bibel enthält lediglich die Bücher, die bei den Christen als das Alte Testament bekannt sind. Darüber hinaus unterscheiden sich die Anordnungen des jüdischen und christlichen Kanons erheblich. Siehe Fußnote 1. Der Prophet Muhammad wurde sowohl im Alten als auch im Neuen Testament angekündigt. Es wird davon ausgegangen, dass Jesus und die Apostel Aramäisch gesprochen haben. Die Verwendung des Aramäischen dauerte bis in etwa 650 nach Christus an. Dann wurde es vom Arabischen verdrängt. Siehe Fußnote 2. Die gegenwärtige Bibel hat jedoch ihre Grundlage nicht in aramäischen Manuskripten, sondern in griechischen und lateinischen Versionen. Die biblischen Prophezeiungen zu zitieren bedeutet nicht, dass die Muslime die gegenwärtige Bibel im Ganzen als Gottes Offenbarung akzeptieren. Es ist keine Vorbedingung für das Akzeptieren eines Propheten, dass er zuvor durch einen früheren Propheten angekündigt worden sein muss. Mose war ein Prophet für die Kinder Israels und für Pharao, und auch wenn ihn keiner zuvor Prophezeien hat. Abraham war Gottes Prophet für sein Volk und für Nimrod, und auch sein Kommen wurde von niemandem vorausgesagt. Noah, Lot und andere waren wahre Propheten Gottes, und auch sie wurden nicht vorher angekündigt. Der Beweis für die Wahrhaftigkeit eines Propheten beschränkt sich nicht nur auf alte Prophezeiungen, sondern schließt die aktuelle Botschaft, die er gebracht hat, Wunder und mehr mit ein. Prophezeiungen zu diskutieren ist ein heikles Thema. Es erfordert, Bibelversionen, Übersetzungen und vor kurzem entdeckte Manuskripte zu prüfen, hebräische, griechische und aramäische Worte zu untersuchen. Die Aufgabe ist besonders schwierig, denn vor der Erfindung der Druckpresse, 15. Jahrhundert, zeigten alle Exemplare der Bibel Unterschiede im Text. Siehe Fußnote 3. Das ist keine leichte Sache für Laien. Aus diesem Grund kommt die beste Bezeugung von früheren und modernen Experten auf diesem Gebiet, welche die Prophezeiungen bestätigten. Wir haben Berichte früher Juden und Christen, sowohl von Mönchen als auch von Rabbinern, die bezeugen, dass Muhammad die Erfüllung spezieller biblischer Prophezeiungen war. Es folgen einige Zitate von diesen Leuten. Der erwartete Prophet. Vor dem Islam erwarteten die Juden und Christen in Arabien einen Propheten. Vor dem Auftreten Mohammeds war Arabien die Heimat von Juden, Christen und heidnischen Arabern, die gelegentlich gegeneinander Krieg führten. Die Juden und Christen sagten, die Zeit ist gekommen, zu der der ungebildete Prophet kommen soll, der die Religion Abrahams wiederbelebt. Wir werden uns ihm anschließen und einen grausamen Krieg gegen euch führen. Als Mohammed tatsächlich erschien, glaubten einige von ihnen an ihn und einige lehnten ihn ab. Aus diesem Grund offenbarte Gott, Sure 2, Vers 89, und als von Gott ein Buch, das heißt der Koran, zu ihnen kam, das bestätigend, was ihnen bereits vorlag, und zuvor hatten sie um einen entscheidenden Sieg über diejenigen, die ungläubig waren, angerufen, als nun das zu ihnen kam, was sie kannten, verleugneten sie es. Darum Gottes Fluch über die Ungläubigen. Der erste Zeuge war Bahira, der christliche Mönch, der Mohammeds Prophetentum erkannte, als dieser noch jung war. Er sagte zu dessen Onkel, »Ein großartiges Schicksal liegt vor deinem jungen Neffen, also bring ihn schnell nach Hause.« Siehe Fußnote 4. Der zweite Zeuge war Waraka bin Naufal, ein christlicher Gelehrter, der bald nach einem einzigen Treffen mit Mohammed starb. Waraka bestätigte, dass Mohammed der Prophet seiner Zeit war und genau die gleiche Offenbarung erhielt wie Moses und Jesus. Die Juden von Medina erwarteten beunruhigt die Ankunft eines Propheten. Der dritte und vierte Zeuge waren die beiden bekannten jüdischen Rabbiner Abdullah bin Salam und Mukhayriq. Siehe Fußnote 6. Der sechste und siebte Zeuge waren ebenfalls jemenitische Rabbiner Wahb ibn Munabbih
und Kab al-Ahbar, 656 nach Christus. Kab fand lange Passagen des Lobes und die Beschreibung des Propheten, der von Moses in der Bibel angekündigt worden war. Siehe Fußnote 7. Im Koran steht Sure 26, Vers 197. War es denn kein Zeichen für sie, dass die Gelehrten der Kinder Israels darüber Bescheid wissen? Willkommen zum zweiten Teil. 5. Mose 18, 18. Ich, Gott, will ihnen einen Propheten, wie du, Moses, bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Viele Christen glauben, dass sich diese Vorhersage von Moses auf Jesus bezieht. Tatsächlich wurde auch Jesus im Alten Testament vorangekündigt, aber wir werden klären, warum diese Prophezeiung nicht auf ihn passt, sondern eher auf Muhammad, möge Gott ihn loben. Entsprechend der Bibel sagte Gott im Buch Mose Folgendes voraus. Erstens, der Prophet wird wie Moses sein. Vergleich Geburt, Moses normale Geburt, Jesus wunderbare, jungfräuliche Geburt, Mohammed normale Geburt. Mission, nur Prophet, Jesus, Moses, nur Prophet, Jesus, Behauptung, er wäre Gottes Sohn, Mohammed, nur Prophet. Eltern, Moses, Vater und Mutter, Jesus, nur Mutter, Mohammed, Vater und Mutter. Familienleben, Moses verheiratet mit Kindern, Jesus nie geheiratet, Muhammad verheiratet mit Kindern. Akzeptanz beim eigenen Volk. Moses, Juden akzeptierten ihn. Jesus, Juden wiesen ihn zurück, siehe Fußnote 1. Muhammad, Araber akzeptierten ihn. Politische Befugnis, Moses. Moses hatte sie. Jesus lehnte sie ab, siehe Fußnote 2. Muhammad hatte sie. Sieg über die Feinde. Moses, Pharao ertrank. Jesus, Behauptung, er sei gekreuzigt. Muhammad, Mekkaner besiegt. Tod. Moses, natürlicher Tod. Jesus, Behauptung, er sei gekreuzigt. Muhammad, natürlicher Tod. Beerdigung. Moses, begraben im Grab. Jesus, leeres Grabgewölbe. Muhammad begraben im Grab. Göttlichkeit. Moses nicht göttlich. Jesus göttlich für Christen. Muhammad nicht göttlich. Mission begann im Alter von Moses 40, Jesus 30, Muhammad 40. Wiederauferstehung auf der Erde. Moses nicht wiederauferstanden. Jesus angeblich wiederauferstanden. Muhammad nicht wiederauferstanden. Zweitens, der erwartete Prophet wird von den Brüdern der Juden sein. Der genannte Vers besagt eindeutig, dass der Prophet von den Brüdern der Juden kommen wird. Abraham hatte zwei Söhne, Ismael und Isaak. Die Juden sind die Nachkommen von Isaaks Sohn Jakob. Die Araber dagegen sind die Kinder Ismaels. Daher sind die Araber die Brüder der Juden. Siehe Fußnote 3. Die Bibel bestätigt. 1. Mose 16, 12. Und er, Ismael, wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. 1. Mose 25, 18. So ließ er, Ismael, sich nieder all seinen Brüdern zum Trotz. Die Kinder Isaaks sind Brüder der Ismaeliten. Dementsprechend gehört Muhammad zu den Brüdern der Israeliten, denn er war ein Nachkomme von Ismael, dem Sohn Abrahams. 3. Gott wird seine Worte in den Mund des erwarteten Propheten legen. Im Koran steht über Muhammad, Sure 53, Vers 3 bis 4, und er redet nicht aus eigener Neigung, es ist nur eine Offenbarung, die eingegeben wird. Dies ähnelt dem Vers im 5. Buch Mose 18, Vers 15.
Ich, Gott, will ihnen einen Propheten, wie du, Moses, bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Der Prophet Mohammed kam mit einer Botschaft für die ganze Welt und so auch für die Juden. Alle, die Juden eingeschlossen, müssen sein Prophetentum anerkennen und dies wird durch die folgenden Worte unterstützt. 5. Mose 18,15. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. 4. Eine Warnung für die Ablehnenden. Die Prophezeiung geht weiter, 5. Mose 18,19. Doch wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen redet, von dem will ich's fordern. In manchen Übersetzungen, ich werde der Rächer sein. Interessanterweise beginnen die Muslime jeden Abschnitt im Koran im Namen Gottes, indem sie sagen, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Es folgt eine Beweisführung mehrerer Gelehrter, die glauben, dass diese Prophezeiung auf Mohammed passt. Abdul Ahad Davud, der frühere Revolutionär David Benjamin Keldani, BD, ein römisch-katholischer Priester der Uniate Sheldon Sekte. Nachdem er den Islam angenommen hatte, schrieb er das Buch Mohammed in der Bibel. Er schreibt unter anderem über die Prophezeiung Mohammed in der Bibel: Wenn sich die Worte nicht auf Mohammed beziehen, so bleiben sie doch unerfüllt. Jesus selbst hat nie behauptet, der Prophet zu sein, auf den hier angespielt wird. Selbst seine Jünger waren derselben Meinung, sie betrachteten das zweite Erscheinen Jesu als Erfüllung der Prophezeiung. Insofern ist umstrittig, dass das erste Kommen Jesu nicht die Ankunft dieses Propheten gewesen sein kann und sein zweites Kommen kann diese Aussage kaum erfüllen. Jesus wird nach Auffassung der Kirche als Richter erscheinen und nicht als Gesetzgeber, der Prophezeiende jedoch muss mit einem feurigen Gesetz in seiner rechten Hand kommen. Siehe Fußnote 4. Der zweite Zeuge. Mohammed Assad, geborener Leopold Weiß, wurde im Juli 1900 in der Stadt Lemberg, jetzt Polen, früher Teil des Dritten Reiches, geboren. Er war ein Nachkomme einer langen Reihe von Rabbinern, einer Reihe, die von seinem Vater, einem Anwalt, durchbrochen wurde. Assad selbst erhielt eine sorgfältige religiöse Ausbildung, die ihn befähigen sollte, die Familientradition als Rabbiner aufrechtzuerhalten. Er war schon jung des Hebräischen kundig geworden und mit dem Aramäischen vertraut. Er hatte das Alte Testament in hebräischer Sprache studiert, genauso wie die Texte und Kommentare des Talmud, Mishnah und Gemara, und er hat sich in die Kompliziertheit der biblischen Exegese vertieft, den Targum, siehe Fußnote 5, beim Kommentar des Koranverses, Sure 2, Vers 42, und verdeckt nicht das Wahre durch das Falsche und verschweigt nicht die Wahrheit, wo ihr doch wisst. Schreibt Muhammad Assad, mit verdeckt nicht das Wahre durch das Falsche ist die Verfälschung der biblischen Texte gemeint, dessen der Koran die Juden des Öfteren anklagt und was durch objektive Textkritik begründet ist. Verschweigt nicht die Wahrheit bezieht sich dagegen auf ihre Nichtbeachtung oder absichtliche falsche Auslegung der Worte Mose in der Bibel. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen, 5. Mose 18,15, und die Worte, die Gott selbst zu geschrieben werden. Ich, Gott, will ihnen einen Propheten, wie du, Moses, bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde. 5. Mose 18,18. Die Brüder der Kinder Israels sind offensichtlich die Araber und insbesondere die Mustariba, arabisierte Gruppe von ihnen, die Linie ihrer Vorfahren bis hin zu Ismael und Abraham zurückverfolgen können. Und da es diese Gruppe ist, der dem Stamm des arabischen Propheten angehört, die Quraisch, müssen sich die oben genannten Bibelpassagen auf sein Erscheinen beziehen. Siehe Fußnote 6. Willkommen zum dritten Teil.
Johannes 14, 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei ewiglich. In diesem Vers verspricht Jesus einen anderen Tröster, der auftreten wird, und deshalb müssen wir einige Dinge über diesen Tröster klären. Das griechische Wort ho parakletos wurde als Tröster übersetzt. Genauer gesagt bedeutet parakletos jemand, der sich für die Angelegenheit eines anderen einsetzt, ein Fürsprecher, siehe Fußnote 1. Ho Parakletos ist in der griechischen Sprache eine Person, keine körperlose Existenz. In der griechischen Sprache besitzt jedes Nomen ein Geschlecht, entweder männlich, weiblich oder neutral. In dem Evangelium des Johannes, Kapitel 14, 15 und 16, ist Ho Parakletos tatsächlich eine Person. Alle Pronomen müssen im Griechischen mit dem Wort, auf das sie sich beziehen, übereinstimmen und das Pronomen he bezieht sich auf Parakletos. Das Neue Testament verwendet das Wort Pneuma, das Atem oder Geist bedeutet, das griechische Äquivalent zu Ruach, dem hebräischen Wort für Geist, das im Alten Testament verwendet wird. Pneuma ist grammatisch neutral und wird immer durch das Pronomen es präsentiert. Alle gegenwärtigen Bibeln wurden aus uralten Handschriften zusammengestellt, von denen das älteste aus dem 4. Jahrhundert vor Christus stammt. Nicht zwei von den alten Manuskripten sind gleich, siehe Fußnote 2. Alle Bibeln werden heutzutage gedruckt, indem man verschiedene Manuskripte ohne jegliche Quellenangaben kombiniert. Die Übersetzer der Bibeln versuchen, die korrekte Version auszuwählen. Mit anderen Worten, weil sie nicht wissen, welches alte Manuskript das richtige ist, entscheiden sie für uns, welche Version eines bestimmten Verses genommen wird. Nehmen wir zum Beispiel Johannes 14, 26. Johannes 14, 26 ist der einzige Vers der Bibel, der Parakletos dem Heiligen Geist gleichsetzt. Aber die alten Manuskripte stimmen nicht alle darin überein, dass Parakletos der Heilige Geist ist. Nehmen wir beispielsweise den berühmten Codex Syriacus, der um das 5. Jahrhundert vor Christus geschrieben worden ist und 1812 auf dem Berg Sinai wiederentdeckt wurde. Darin lautet der Text von 14,26 folgendermaßen: Paraklete, der Geist, und nicht Paraklete, der Heilige Geist. Warum ist das wichtig? Es ist bedeutungsvoll, denn in der biblischen Sprache bedeutet ein Geist einfach ein Prophet. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Siehe Fußnote 3. Es ist lehrreich zu wissen, dass verschiedene Bibelgelehrte erwägten, dass Parakletos eine unabhängige, bewahrende Figur ist, welche die Kraft zu retten innehat, nicht der Heilige Geist. Siehe Fußnote 4. Die Frage, die sich stellt, ist: War Jesus Parakletos, Tröster, ein Heiliger Geist oder eine Person, ein Prophet, der nach ihm kommen sollte? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die Beschreibung von Ho Parakletos verstehen und nachsehen, ob sie zu einem Geist oder zu einem menschlichen Wesen passt. Wenn wir über die Kapitel 14, 16 und 16, 7 hinaus lesen, finden wir heraus, dass Jesus besondere Einzelheiten von der Ankunft und Identität des Parakletos voraussagt. Wenn wir uns daher auf den Zusammenhang mit Johannes 14, 16 berufen, entdecken wir folgende Fakten. Erstens, Jesus sagte, der Parakletos ist ein menschliches Wesen. Johannes 16, 13, er wird reden. Johannes 16, 7, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. Es ist unmöglich, dass der Tröster der Heilige Geist sein kann, denn der Heilige Geist war lange vor Jesus anwesend und in seinem Amt. Siehe Fußnote 5. Johannes 16, 13. Jesus bezieht sich siebenmal auf den Paraklete als er und nicht es. Kein anderer Vers in der Bibel enthält sieben männliche Pronomen. Deshalb ist Paraklete eine Person, kein Geist. Zweitens, Jesus wird ein Parakletos genannt. Erstens Johannes 2,1. Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher, Parakletos, bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Hier sehen wir, dass Parakletos ein physischer und menschlicher Vermittler ist. Drittens die Göttlichkeit Jesu, eine späte Erneuerung. Jesus war nicht als göttlich akzeptiert worden bis zum Konzil von Nicäa 325 nach Christus, aber jeder, mit Ausnahme der Juden, war damit einverstanden, ihn als Propheten Gottes zu betrachten, wie in der Bibel gezeigt wird, Matthäus 21,11. Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa, Lukas 24,19.
Jesus von Nazareth, welcher war ein Prophet, mächtig von Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Viertens, Jesus betete zu Gott um einen anderen Parakletos. Johannes 14, 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Parakletos geben, dass er bei euch sei ewiglich. Willkommen zum vierten und damit dem letzten Teil. Fünftens, Jesus beschreibt die Aufgabe des anderen Parakletos. Johannes 16, 13. Der wird euch in alle Wahrheit leiten. Gott sagt im Koran über Mohammed, Sure 4, Vers 170. O ihr Menschen, der Gesandte ist nunmehr mit der Wahrheit von eurem Herrn zu euch gekommen. Darum glaubt an ihn, das ist besser für euch. Johannes 16, 14. Derselbe wird mich verherrlichen. Der Koran, den Mohammed gebracht hat, lobt Jesus, Sure 3, Vers 45, dessen Name der Messias Jesus, der Sohn Marias, ist, angesehen im Diesseits und Jenseits und einer der Gott nahegestellten. Mohammed lobt Jesus ebenfalls. Wer auch immer bezeugt, dass niemand der Anbetung würdig ist, außer Gott, der keinen Partner hat, und dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist, und dass Jesus Gottes Diener ist, sein Gesandter und sein Wort, welches er Maria gegeben hat und ein Geist von ihm geschaffen, und dass das Paradies wahr ist und dass die Hölle wahr ist, den wird Gott in das Paradies eintreten lassen, entsprechend seinen Taten. Johannes 16,8 wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Der Koran kündigt an, Sure 5, Vers 72, Fürwahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen, gewiss Gott ist der Messias, der Sohn Marias, wo doch der Messias selbst gesagt hat, O Kinder Israels, dient Gott meinem Herrn und eurem Herrn. Wer Gott etwas beigesellt, dem verbietet fürwahr Gott das Paradies, und dessen Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein. Die Ungerechten werden keinen Helfer haben. Johannes 16,3 Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Sure 53, Vers 3-4 Und er redet nicht aus eigener Neigung, es ist nur eine Offenbarung, die eingegeben wird. Johannes 14,26 Der wird euch alles lehren und euch erinnern an das, was ich euch gesagt habe. Die Worte des Korans, Sure 5, Vers 72, wo doch der Messias selbst gesagt hat, O Kinder Israels, dient Gott, meinem Herrn und eurem Herrn. Erinnern die Menschen an den ersten und größten Befehl von Jesus, den sie vergessen hatten. Markus 12, Vers 29. Das vornehmste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist allein der Herr. Johannes 16, 13. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Der Koran stellt fest, Sure 12, Vers 102, dies gehört zu den Nachrichten vom Verborgenen, das wir dir als Offenbarung eingeben. Hudaifa, ein Gefährte des Propheten Mohammed, berichtet uns, der Prophet sprach einst zu uns und er ließ nichts an, sondern erwähnte alles, was bis zur Stunde des Gerichts geschehen wird. Johannes 14, 16, dass er bei euch sei ewiglich, bedeutet, dass seine Lehren Wort für Wort immer erhalten bleiben werden. Mohammed war Gottes letzter Prophet für die gesamte Menschheit, siehe Fußnote 1. Seine Lehren sind vollkommen überliefert worden. Er lebt in den Herzen und Gedanken seiner ihn ehrenden Gefolgschaft weiter, die Gott dienen, so wie er Gott gedient hat. Niemand, Jesus und Mohammed eingeschlossen, besitzt ein ewiges Leben auf der Erde. Parakletos bildet auch keine Ausnahme. Dies kann keine Andeutung auf den Heiligen Geist sein, denn der gegenwärtige Glaube an den Heiligen Geist existiert erst seit dem Konzil von Chalkedon 451 nach Christus, 4,5 Jahrhunderte nach Jesus. Johannes 14,17, der Geist der Wahrheit, bedeutet, er wird ein wahrer Prophet sein, siehe 1. Johannes 4,1-3. Johannes 14,17, denn sie, die Welt, sieht ihn nicht. Viele Menschen heutzutage kennen Mohammed nicht.
Johannes 14,17 und kennt ihn nicht. Noch weniger Menschen erkennen den wahren Mohammed, Gottes Propheten der Gnade. Johannes 14,26, den Verteidiger Parakletos. Mohammed wird der Verteidiger der Menschheit im Allgemeinen und der sündigen Gläubigen am Tag des Gerichts sein. Die Menschen werden am Tag des Gerichts nach jenen Ausschau halten, die zu ihren Gunsten bei Gott Fürsprache halten können, um die Verzweiflung und das Leiden zu vermindern. Adam, Noah, Abraham, Moses und Jesus werden sich entschuldigen. Dann werden sie zu unserem Propheten Mohammed kommen und er wird sagen: Ich bin derjenige, der dazu in der Lage ist. Dann wird er für die Menschen Fürsprache auf der großen Ebene der Versammlung halten, sodass das Gericht vorübergeht. Dies ist die lobenswerte Stellung, die Gott im Koran verspricht. Sure 17, Vers 79. Vielleicht wird dich dein Herr zu einer lobenswerten Rangstellung erwecken, die Ehre, Fürsprache am Tag des Gerichts zu halten. Siehe Fußnote 2. Der Prophet Muhammad sagte: Meine Fürsprache wird für diejenigen meiner Gemeinschaft gehalten, die große Sünden begangen haben. Ich darf der erste Fürsprecher im Paradies sein. Manche muslimischen Gelehrten meinen, dass das, was Jesus tatsächlich auf Aramäisch gesagt hat, dem griechischen Wort Periklitos entspricht, das der Bewunderte bedeutet. Im Arabischen bedeutet das Wort Muhammad der Bewunderte, der zu Preisende. Mit anderen Worten, Periklitos ist Mohammed auf Griechisch. Wir haben zwei starke Begründungen, die diese Meinung unterstützen. Erstens, aufgrund verschiedener dokumentierter Fälle ähnlicher Wortsubstitution in der Bibel ist es durchaus möglich, dass im Originaltext beide Worte enthalten waren, aber eines von einem Abschreiber weggelassen worden ist, wegen des alten Brauchs, die Worte ohne Abstand eng nebeneinander zu schreiben. In diesem Fall lautet das Original: Und er wird euch einen anderen Tröster geben, Parakletos, den zu preisenden, Periklitos. Zweitens, wir haben die glaubwürdige Bestätigung von mindestens vier muslimischen Rechtsquellen aus unterschiedlichen Zeiten, die der bewunderte Gepriesene als mögliche Bedeutung des griechischen oder syrianischen Wortes der christlichen Gelehrten beschreiben. Siehe Fußnote 3. Es folgen einige, die bestätigen, dass Paraklete tatsächlich eine Andeutung auf Mohammed ist, möge Gott ihn preisen. Der erste Zeuge, Anselm Turmeda. 1352 bzw. 55 bis 1425 nach Christus. Ein Priester und christlicher Gelehrter war ein Zeuge der Prophezeiung. Nachdem er den Islam angenommen hatte, schrieb er das Buch Tuhfat al-Arib fi al-Rad ala ala Ahl al-Salib. Der zweite Zeuge, Abdul Ahad Dawud, der frühere David Abdu Benjamin Keldani, BD, ein Römer. Katholischer Priester Uniate, Chaldean Sekte, siehe Fußnote 4, schrieb, nachdem er den Islam angenommen hatte, das Buch Muhammad in the Bible. Er stellt darin fest: Es besteht nicht der geringste Zweifel daran, dass mit Periklite der Prophet Muhammad, das heißt Ahmed, gemeint ist. Der dritte Zeuge. Eine Übersicht über das Leben Muhammad Assads wurde bereits zuvor beschrieben, beim Kommentar des Verses Sura 61, Vers 6. Und ein Gesandten verkündet, der nach mir kommen wird, sein Name ist Ahmed. Wo Jesus das Kommen von Muhammad voraussagt, erklärt Assad das Wort Parakletos. Es ist ziemlich sicher eine Verfälschung von Periklitos, dem vielgepriesenen. Eine exakte griechische Übersetzung des aramäischen Begriffs oder Namen Mahamana. Man darf nicht vergessen, dass Aramäisch die Sprache Palästinas zur Zeit von Jesus und einiger Jahrhunderte nach ihm war, und zweifellos war es die Sprache der nun verloren gegangenen Originaltexte der Evangelien. Angesichts der phonetischen Ähnlichkeit von Periklitos und Parakletos ist es leicht verständlich, dass der Übersetzer oder noch wahrscheinlicher ein späterer Schreiber diese beiden Ausdrücke durcheinander gebracht hat. Es ist bedeutsam, dass sowohl das aramäische Mahamana und das griechische Periklitos dieselbe Bedeutung besitzen wie die beiden Namen des letzten Propheten, Mohammed und Ahmed. Beide sind abgeleitet von dem hebräischen Verb Hamidah, erpries, und dem hebräischen Nomen Hamd, Preis, Lob.